Da lacht er selbst. Helge Schneider, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Tag. Ich habe mich intensiv vorbereitet. Also 240 Years of singender Herrentorte. Yes. Is a new program. Aha. Und das fängt 1777 an im Prinzip, weil da gab es schon mal einen Helge Schneider. Der ist dann irgendwann später in Ulm mit singender Herrentorte auf die Bühne gegangen. Als singende Herrentorte. Als singende Herrentorte. Was muss ich mir denn unter einer singenden Herrentorte vorstellen? Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Mich dann wahrscheinlich. Das ist anders. Ich habe im Speicher unter dem Fußboden habe ich Aufzeichnungen gefunden und ich habe einen Chip gefunden aus Holz. Und daraus ging dann hervor, nachdem ich mit, ich habe ein Gerät zu Hause, damit kann ich DNA-Analysen herstellen, ging daraus hervor, dass vor 200 Jahren ungefähr, 40. Also vor 240 Jahren, schon mal jemand gelebt hat, der genauso hieß wie ich. Und hat sich denn die singende Herrentorte oder die Herrentorte an sich per se, hat die sich in den letzten 240 Jahren fulminant verändert? Natürlich ist ein bisschen mit der Zeit gegangen. Mhm. Also Frisur und so. Damals sahen die Leute anders aus. Die haben auch oft Perücken getragen. Mhm. Aber das habe ich eine machen Zeit Sie auch gerne. Auch. Ja, ja, auf der Bühne habe ich, das ist mir aufgefallen auch, als ich jetzt den alten Film da gesehen habe, ich habe auf der Bühne ja auch schon mal Perücken getragen. Mhm. Das mache ich natürlich unbewusst. Das wird ja auch ein großes Open-Air-Live-Bühnenprogramm im Juli dann in der Waldbühne. Können wir da auch so mit Klassikern rechnen wie Katzenklo? Ja, ich denke schon, weil gerade Katzenklo ist ein Lied, was ich eigentlich sehr in mein Herz geschlossen habe. Ich habe es immer dabei. Ob ich es jetzt ganz zu Ende singe, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich habe es eigentlich immer dabei, immer im Gepäck. Jetzt ist ja eigentlich für eine Orgel geschrieben, ne? Katzenklo. Aber Sie können es auch an auf der Orgel Gitarre. An der Orgel habe ich geschrieben. Sie können es auch an einer Gitarre. Das ist könnte nicht. Ich auch. Würden Sie? Ach, deshalb liegt die Gitarre hier. Ja, genau. Ich dachte, die hatte der letzte Gast vergessen, der Arzt. Wir haben die extra besorgt, denn es ist nicht eine von Ihren eigenen 20. Ja, 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 ja. Na, ich habe ja 50 mittlerweile. 50? Ja, die haben Nachwuchs gekriegt. Ist ja wie bei den Katzen. Ist es das schon? Katzenklo. Das wäre das. Soll ich das wirklich spielen? Ja, gerne, kurz mal. Nicht alles. Okay. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Der Text gehst variabel? Du ins Geschäft? Der Text ist variabel, natürlich. Ja, also klar. Sie können auch dann improvisieren und sagen, wenn jetzt meinetwegen. Würde das auch mit einem Hund funktionieren? Hundeklo? Nee, das geht nicht. Das heißt ja Katzenklo. Gut. Aber Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht Helge Schneider. Den Hund froh. Na? Helge Schneider im Schnelldurchlauf, jetzt. Aber Sie haben noch eine Botschaft dabei, nämlich die neue CD, das neue Album. Ach so, Heart ja. Heart Attack Number One. Ach, da hatte ich schon vergessen. Das ja, ein Monat erst auf dem Markt. Ja, stimmt. Aber was ist denn Jazz-Hop? Also so wird das kategorisiert. Naja, die Leute brauchen immer irgendwelche Schublädchen. Das habe ich noch gar nicht selber erfunden. Aber die haben sich das gedacht in einer Plattenfirma. Und ich wollte eigentlich auch nur eine Vinyl machen, weil es so eine große Schallplatte. Mhm. Ne? Ist ja voll im Trend auch wieder. Ja, ja. Wird also viel gekauft. Wer ist Bernd? Dem ist Bernd ist ein Freund, gewidmet. Der gestorben ist, der mit mir zusammen praktisch gearbeitet hat, hatte eine Platten. Firma. Mhm. Also ist ihm die CD gewidmet? Ja, weil er hatte sich immer gefreut, wenn ich mit Pete zusammengespielt habe, wenn ich Orgel gespielt habe. Das fand er immer gut. Dann habe ich ihm die Platte geschrieben für Bernd. Mhm. Schöne Geste. Macht man so. Wie ist denn so das mit Ihrem Englisch? Ist es bewusst, dass man denkt, da singt ein Deutscher englische Texte? Meinst du jetzt auf der die CD, Platte? Genau. Naja, es ist ja mehr oder weniger so ein kleines Dokument aus einer schönen Zeit. Ich habe mit Pete Jorg ein paar Aufnahmen gemacht. Und das hat jetzt nicht so viel mit dem zu tun, was ich so auf der Bühne mache. Und das Englisch, was ich da singe, ist ja ganz klar. Ich bin ja weder Engländer noch Amerikaner. Ich kann einfach nicht so gut Englisch singen. Und dann singe ich eben auf meine Art, singe ich das so ab oder runter oder wie ich das kann und wie ich mir das vorstelle. Und das ist dann einfach so. Also ich mache mir da nicht besonders viel Gedanken drum.
Das war ja in der Kindheit wahrscheinlich auch so. Sie haben die Schule abgebrochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Sie haben auch das Konservatorium abgebrochen. Wie ist denn der Vater von 6 Kindern? Ist der streng, der Helge Vater? Nee, ich glaube, ich bin nicht streng. Nee, ich bin wohl nicht verantwortungslos. Aber streng bin ich, glaube ich, nicht. Mhm. Dann schauen wir jetzt einfach mal rein in das Programm, was da auf uns zukommt. 240 Years of singende Herrentorte. Also ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es ganz vielen Zuschauern auch so geht. Ich nehme mir so oft vor, bei Ihnen nicht zu lachen. Ach so. Jetzt einfach, ob ich es schaffe. Und ich schaffe es nicht. Hä? Wissen Sie, woran es liegt? An der Muskulatur. Gut, Sie nehmen ja sogar in Ihrem Programm den deutschen Rockheiligen Udo Lindenberg aufs Korn. Kennen Sie ihn persönlich? Ja, ja. Wie findet er das? Ganz gut. Ja, der findet das ganz gut. Der findet es gut? Ja, der versucht mich auch manchmal nachzumachen, aber dem gelingt das nicht so gut. Wird das auch ist aber auch lustig. Werden auch die 240 Years auf singende Herrentorte ein improvisiertes Programm oder gibt es da diesmal einen richtigen Ablauf? Nee, ich denke, das ist improvisiert. Also je älter ich werde, umso mehr improvisiere ich. Und als ich heute in der Waldbühne war und mir das nochmal angeguckt hat, ich war ein bisschen enttäuscht, da war ja früher eine Wiese. Die ist jetzt nicht mehr da. Da ist jetzt, liegt es vielleicht am Winter? Ach so, ist alles gepflastert. Ja, ja, weil dann habe ich gehört, dass da, wenn es geregnet hatte, dass da unheimliche Matsche war, was ja eigentlich auch schön ist. Ne? Matsche ist ein schönes die Wort. Matsche auch spielen ist gut oder barfuß so durch Matsche laufen ist eigentlich ganz schön, ne? Durch eine matschige Wiese. Ne? Können Sie sich vorstellen, dass es für Ihre Zuschauer, für Ihre Fans vielleicht auch so dieser Wundertüten-Effekt ist, dass Sie so an Ihnen dranbleiben, dass Sie sagen, man weiß nie, was bei Ihnen passiert? Wollen wir mal so sagen, ich will es nicht hoffen, dass es der Wundertüteneffekt ist, denn wenn ich mal eine Wundertüte aufgemacht habe, da war immer nur Mist drin. Ja, ja. Ich wollte es gerade sagen, aber das ist einfach nur totale Geldschneiderei. Da kann ich nur von abraten, von Wundertüten. Aber als bitte Kind keine war's Wundertüten doch klasse. Kaufen. Bleiben wir mal noch mal kurz bei der Waldbühne. Ist ja ein großes Wort, auch ein wirklich großer Ort. Haben Sie da Bammel? Nee, warum? Naja, historisch toll. Also historisch, wir sind ja alle historisch. Irgendwann. Genau. Aber die Waldbühne ist ja eigentlich ein mehr oder weniger intimer Ort. Also wenn du jetzt so zum Beispiel so ein Stadion nimmst, das ist ja wirklich so eine Weite und so. Gut, eigentlich brauche ich. Das würde ich so ablehnen, glaube ich, für die Sachen, die ich mache. Also das, was Tina Turner macht oder Marius Müller-Westernhagen oder so in Stadien auftreten oder auch Udo. Ich bin mit Udo öfter mal in Stadien aufgetreten, habe dann eine Nummer Saxophon gespielt. Was ist das denn? Ja, ich bremse jetzt mit einer Katze, die habe ich extra besorgt. Als Maskottchen für Sie. Toll. Und die 240 Years of singende Herrentorte, die gibt es dann im Juli. Und bis dahin können Sie gerne mal in die CD hören. Wir beide unterhalten uns noch so ein bisschen weiter. Und für Sie haben wir jetzt richtig tolle Tipps. Danke, Helge Schneider. Ja, danke, ne?